Hallo, da bin ich wieder. Heute aus besonderem Anlass, weil gestern ist auf ProSieben um 16 Uhr eine neue Serie gestartet. Und zwar Gossip Girl. Das ist eine amerikanische Serie. Die gibt es also in Amerika schon länger. Ich glaube 2 Jahre läuft die da schon. Und ja, bei uns war es halt jetzt die erste Folge von der ersten Staffel. Die Bücher, ich habe jetzt mal hier zwei, die habe ich auch schon verschlungen, weil die einfach total klasse waren. Und ich stehe ja auf so Teenie, High Society, Manhattan Stories. Und auch wenn ich so alt schon bin, aber es ist einfach toll. Und ich wünschte wirklich, dass ich irgendwie in Amerika aufgewachsen wäre, wo es die ganzen Highschools und so gibt, weil das finde ich irgendwie total cool. Und ja, früher habe ich schon als Teenie Beverly Hills 90210 geguckt, fand ich ja auch der Knaller. Ich war jahrelang verliebt in Dylan. Ja, und das ist halt so eine, ja, auch so eine Serie, wo es halt nicht direkt jetzt um so Highschool geht, sondern eher um so verwöhnte Manhattan, Upper Class, ja, Tussis. Ja, und wie gesagt, die Bücher habe ich auch schon total verschlungen. Und in dem ersten Buch steht relativ weit vorne, ich glaube, es ist die Szene, als Serena wieder nach New York kommt, weil die war ja im Internat, stand da, dass sie in ihrem Taxi nach Hause ihre Handtasche öffnete und ihren MAC-Lipstick neu auflegte. Da war natürlich das Eis gebrochen und ja, die anderen Bücher mussten dann natürlich auch her. Ja, wie gesagt, gestern die erste Folge. Ich fand sie super. Ich habe schon ein paar in Englisch gesehen, also in dieser Originalfassung. Die, muss ich gestehen, haben mir schon besser gefallen. Aus dem Grund, die Stimmen. Die Originalstimmen, die sind wirklich, ja, die passen besser zu den Charakteren, zu den Personen. Und mein Liebling ist ja der fiese Chuck. Ja, fiese Chuck. Ja, der ist ja so der Weiberheld und der sie alle rumkriegt. Also, wenn ich ihn mir so angucke, also mich würde auch rumkriegen, glaube ich. Ja, und der hat halt im Original eine total tiefe Stimme und die macht den total toll, ne? Halt. Und ja, die Stimme ist halt in Deutsch ein wenig unspektakulär und es macht ihn ein bisschen weniger, ja, reizvoll, sage ich jetzt mal so. Naja, trotzdem, er sieht immer noch gut aus, ne? Ja, ich habe mir jetzt auch mal hier so mich im Internet informiert über die Synchronstimmen. Also, was jetzt so ein bisschen bekannt ist, was auf jeden Fall ist, dass der Papa von Jenny und Dan, das ist der Rufus, der übrigens auch irgendwie super aussieht. Also so für einen Vater sieht er schon toll aus und der kommt mir auch irgendwo bekannt vor. Also wenn irgendjemand weiß, wo der noch mitgespielt hat, dann bitte Bescheid sagen. Und jedenfalls der hat die deutsche Stimme vom Derek aus Grey's Anatomy. Fand ich auch ganz lustig. Man munkelt, dass das Gossip Girl, das ist ja nur so eine Stimme, die spricht, die da alles, die Oberhand über alles hat, dass die von der deutschen Stimme von Drew Barrymore gesprochen wird. Aber da ist man sich noch nicht so ganz sicher. Bei der Serena ist es so, dass viele sagen, die ist von Keira Knightley, die Synchronstimme. Und die hat auch wohl die Phoebe von Charmed gesprochen. Man weiß es nicht. Der Chuck wird von JD von Scrubs gespielt. Und ich frage mich immer noch, wie kann man diese Stimme, ne, von JD dem Chuck geben? Wie geht das? Das passt einfach nicht.
Naja, egal. Ja, das sind halt so die Synchronstimmen, die schon bekannt sind. Und ansonsten fand ich es natürlich mal jetzt ein bisschen entspannter, das auf Deutsch zu gucken, weil auf Englisch muss man da schon sehr genau hinhören und schnell im Kopf übersetzen. Und ja, also es war jetzt mal entspannter, die in Deutsch zu sehen. Die erste Folge fand ich auch soweit ganz gut. Ist natürlich nicht so wie im Buch, weil ich habe in der Folge nicht verstanden, warum denn Blair so sauer ist auf den Nate, weil der ja mit der Serena was hatte. So, und in dem Buch war es nämlich so dargestellt, dass der Nate was mit der Serena hatte, bevor er überhaupt mit der Blair zusammengekommen ist. Also kann es ja eigentlich der Blair jetzt nicht so viel ausmachen. Aber gut, so sind halt Frauen. Die Stiefel von Serena sind der Hammer in der Folge, wo sie die Jeans anhat und dieses gestreifte Oberteil. Also die brauche ich auf jeden Fall auch, weil die sind echt total cool gewesen. Ansonsten finde ich den Vergleich so ein bisschen mit Arm-Reich ganz gut. So eine spannende Sache, weil die Jenny und der Dan, die kommen ja eher aus, was will man in New York sagen, ärmlichen Verhältnissen, ist vielleicht zu viel gesagt, aber die haben halt nicht so viel Kohle wie jetzt die Serena oder Blair schon von familiärer Seite her hat. Aber die haben auch die Wohnung gezeigt und da war ich echt gespannt drauf, weil im Buch wird die so ein bisschen gammelig beschrieben. Aber ich fand die total cool, weil die war halt Altbau, relativ groß und die hatte ein riesiges Fenster mit so Regalen, sah ein bisschen so fabrikmäßig aus. Und da standen alles bunte Gläser und Vasen vor. Und das fand ich total cool. Also es war echt schön. Also das fällt mir manchmal vielleicht noch besser, wie jetzt so ein durchgestyltes, ja, luxuriöses Zimmer. Also das fand ich hatte irgendwie was. Ja, was kann ich zu der ersten Folge sonst noch sagen? Also schaut es euch auf jeden Fall an. ProSieben, 16 Uhr, jeden Samstag. Falls ihr eine Folge verpassen sollt, dann kann man die auch nachgucken auf der ProSieben Homepage. Unter Serien klicken und dann Gossip Girl angeben. Und ja, dann steht dann da, glaube ich, ganze Folge ansehen. Also so war es jetzt bei der ersten. Ich weiß es nicht, ob das jetzt bei den folgenden auch so ist. Aber ich hoffe es mal, weil ja, Samstag 16 Uhr ist halt auch oft eine doofe Zeit, wo man nicht unbedingt zu Hause ist. Ja, das war jetzt so meine Meinung der ersten Folge. Ich werde eine Serie machen, habe ich mir überlegt. Ich habe mich ja ziemlich zurückgehalten in letzter Zeit, weil es einfach irgendwie nichts Neues gab und ich keine Zeit hatte und ja, weil so viel halt los war. Und ich denke, das ist eine gute Sache, weil ich die ganz gut finde, die Serie. Also ich werde zu fast jeder Folge ein kurzes Statement abgeben, wie ich die so fand und welche Outfits ich super fand und welche Make-ups natürlich. Und ich werde dann vielleicht jede Woche ein Gossip Girl Make-up schminken. Diese Woche habe ich mir rausgepickt das von der Blair von der Kiss of the Lips Party. Das fand ich nämlich ganz hübsch. Und ja, das wird die Tage dann noch kommen. Und ich hoffe, die Idee gefällt euch mit dieser Serie. Ja, schaut es euch auf jeden Fall an, wenn ihr es nicht schon getan habt. Ja, und wir sehen uns dann die Tage. Macht's gut. Tschüss.